Wahre Vaterlandsliebe kann nicht existieren, wo es weder Liebe noch Mitleid für einen Landsmann gibt. Und wo die Seele durch Selbstverherrlichung vertrocknet und verwelkt. Wie kann einer, den ich beschützen wollte, so etwas schreiben? Diese Herausforderung kannst du nicht ignorieren. Jeder weiß, auf wen er da anspielt. Er kann mich nicht treffen, ich bin nicht eitel. Dieser Angriff geht nicht gegen dich allein, er geht gegen den Ausschuss insgesamt. Und gegen alles, wofür wir kämpfen. Ich weiß. Ich sehe es auch so. Vergib mir. Ich bin wütend. Wütend und enttäuscht.